Er bringt Menschenmassen zum Brodeln, sieht blendend aus, ist äußerst charmant und der sexy Star der klassischen Musik. Er ist... Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist David Garrett und wir sind hier in Berlin hinter den Kulissen im Friedrichstadtpalast und heute zwar kein Konzert, allerdings ein Fotoshooting und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Für die Zeitschrift In das Star und Style Magazin wird der 26-Jährige heute vor der Kamera posieren. Doch vorher muss er in die Obhut der Visagistin, wo der leicht kränkelnde Stargeiger erstmal eine Tablette zu sich nimmt. Ich habe schon seit 2 Wochen so eine Erkältung halt mit mir rum. Und wenn du halt immer dann so im Flieger sitzt 2-3 Mal am Tag, sehr schwierig, das dann irgendwie richtig auszukurieren. David ist es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Schon als Kind überschlugen sich die Kritiker. Je älter der Halbamerikaner aus Aachen wurde, desto größer das Interesse auch an seiner Optik. Die steht natürlich beim Shooting im Vordergrund. In der Garderobe öffnet der schöne Spaßvogel seinen Koffer für uns. Soundsystem, falls ich mit Verstärker spielen muss. Und dann meistens einfach nur Unterwäsche, Konzertschuhe, Sweater, habe ich ein paar Gürtel. Schal, weil mir jetzt eh irgendwie meistens kalt ist zu der Jahreszeit. Und dann halt ein paar Turnschuhe, wenn ich laufen gehen will. Ja, eigentlich nur so die Essenz von dem, was man eigentlich so braucht, wenn man unterwegs ist. Die erste Fotolocation im Friedrichstadtpalast, der Zuschauerrang. David einsam grübelnd, nur seine Geige leistet ihm Gesellschaft. Jetzt wollen natürlich viele, vor allem weibliche Zuschauer, wissen, ob es denn auch ein menschliches Wesen gibt, das ihnen so nahe kommt wie diese Geige. Bis jetzt noch nicht. Aber, Sie sind auf der Suche, oder? Ich glaube, man ist immer auf der Suche, würde ich das nie sagen. Das ist, glaube ich, der falsche Begriff. Aber man lässt halt alles so auf sich zukommen. Und wenn was dabei ist, dann sagt man sicherlich nicht nein. Keine weiteren Fragen. Das Spiel mit der Kamera ist ein leichtes für den Musiker, der während seines Geigenstudiums in New York auch als Model jobbte. Das Fototeam ist begeistert von seinem Coverboy. Ich denke, er ist einer der spannendsten internationalen Künstler, die wir gerade entdecken. Er ist jung, er ist frisch, er sieht unglaublich gut aus. Wir wollen halt zeigen, dass er zum einen ein sehr gut aussehender Mensch ist, zum anderen aber auch irgendwie sehr stark an Kurt Cobain erinnert. Ortswechsel. Jetzt soll David in einem plüschigen Spiegelzimmer lasziv posieren. Bei der Frage nach seiner tollen Optik setzt er auf Understatement. Ich glaube schon, wenn man in den Spiegel schaut, muss man schon von sich selber überzeugt sein, klar. Ja, aber so in deinem speziellen Fall hat auch Mutter Natur ist schon gut gemeint, oder? Ich war noch nie in einem anderen Körper, insofern weiß ich nicht. Ich glaube, es ist, glaube ich, normal, dass man sich irgendwie okay fühlt. Gerade wenn dann die Haare gemacht sind und man gute Klamotten da hat, ist schon irgendwie eine geile Sache. Das Shooting ist zu Ende. Das heißt, einmal muss David sich heute noch dem Blitzlicht stellen. Allerdings dem einer ganzen Fotografenschar. Denn im Friedrichstadtpalast hat eine große Revue-Premiere. Der Violinbo wurde eingeladen. Posen mit Musical-Star Helen Schneider und einer unbekannten Blondine. Also dann, liebe Zuschauer, das war der Tag mit mir. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich schaue mir jetzt die Show an und ich wünsche euch was, ne? Tschüss. David. Super.